Hallo zusammen und herzlich willkommen zum nächsten Let's Talk Sonderinfovideo zum Thema Mitfahren in Mario Kart 8. Ich biete des öfteren Termine in meinem Mario Kart 8 Turnier an und ihr habt die Möglichkeit mitzuspielen. Wie das funktioniert, erfahrt ihr in diesem Video. Zuallererst erscheint die Frage, wie gelangt ihr in mein Turnier? Zu diesem Zweck habe ich extra für euch ein Tutorial im Hintergrund eingeblendet. Dort seht ihr das Hauptmenü und geht in den Online-Modus. Dort angekommen, geht ihr auf Turnier und könnt von hier aus auf das Turnier zugreifen, welches wiederum codegeschützt ist. Geht auf Mit Code suchen und gebt dort den Code meines Turniers ein. Genauso wie dort gezeigt. Diesen Code seht ihr jetzt und links in dem Kasten zusammen mit dem Namen, den Öffnungszeiten und den wichtigen Regeln. Diesen Code gebt ihr ein und mein Let's Play Battle Play Turnier wird zu euren Favoriten hinzugefügt. Somit könnt ihr immer in Ruhe zujoinen. Bei meinen Favoriten sind jetzt zwar zwei Turniere mit demselben Namen zu sehen, aber beim ersten Versuch habe ich ein paar Regelfehler begangen und ich weiß nicht, wie ich dieses Turnier wieder löschen kann. Deswegen sind dort zwei Turniere zu sehen, lasst euch aber deswegen nicht beirren. Ich brauche hoffentlich nicht zu erwähnen, dass Cheaten, Glitchen und Trollen oder Trollen auch gesagt absolut nicht erlaubt sind. Obwohl Cheaten und Glitchen vermutlich noch nicht möglich sind, da das Spiel in dieser Hinsicht keine Fehler in ihren Strecken aufweist. Trollen bedeutet, dass sie einen anderen Spieler absichtlich nervt, indem er beispielsweise mit einem Stern stehen bleibt und ihn immer wieder rammt. Das ist absolut inakzeptabel und nimmt den Spielspaß. Also unterlass das bitte. Ansonsten war es das für dieses Video. Wenn ihr Fragen habt, dann stellt sie doch hier unten in den Kommentaren. Und wir sehen uns bei den Terminen, die ich immer in meinen Let's Talk Fragen-Info-Videos verkünde. Bis dann und auf Wiedersehen.